Ihr seid alle nass. Es ist mutig, dass ihr da seid, lobte Papst Franziskus die Gläubigen unter einem Meer von Regenschirmen. Meine warmherzigen Gedanken gelten den Menschen in Rom und der Toskana, die von schweren Regenfällen und Überschwemmungen betroffen sind. Auch Spanien und Portugal kämpfen mit Wassermassen. An der Atlantikküste richteten bis zu 10 Meter hohe Wellen schwere Schäden an. In Slowenien und Serbien dagegen machen den Menschen Schneemassen zu schaffen. Im Norden Serbiens waren hunderte Autofahrer stundenlang eingeschneit. Sie mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Mehr Schnee als sonst gibt es auch dort, wo man ihn um diese Jahreszeit erwartet, in der Schweiz und in Österreich. Gefährlich ist die Lage, weil die Schneemassen besonders nass und schwer sind und drohen, Dächer zum Einsturz zu bringen. Soldaten schaufeln die öffentlichen Gebäude frei. Die Einheimischen richten sich an Erfahrungswerten auf. Ich bin kein Meteorologe, aber bis jetzt ist der Schnee bis zum Sommer immer wieder weggegangen. Er bleibt nichts liegen.